sieht auf jeden Fall nice aus. Also wirklich, die Detailfreude in dem Game ist grandios. Kann ich nur wieder wiederholen. Schon wieder Geschwindigkeitsüberschreitung. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Jetzt so langsam wird es echt lächerlich. Boah, der Idiot, ey. Der hat mich doch können ruhig vorbeilassen. Ey, jetzt fahren wir hier wieder mit 30. Kann ja nicht sein, ey. Kann ja echt nicht sein. Naja, egal. Wir werden gleich wieder auf Geschwindigkeit sein. Und dann sollte das ratzfatz gehen. Aber sollte ja nicht allzu lange dauern. So, wir müssen jetzt mal eben nach links abbiegen. Weil wir wollen ja geradeaus fahren. Nicht hier rechts ab, Richtung Salzburg. Nein, nein, wir haben ja Linz auf dem Plan. Wie viel Kohle kriegen wir jetzt hier? 15.000, dann wären wir ja bei 42.000. 52.000, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich denke mal, viel mehr wird der Motor auch nicht kosten. Gut, wahrscheinlich werden wir wieder einen Kredit abgezogen bekommen einmal. Jetzt werden dann wieder 8.000 Euro abgezogen. Das ist ja eigentlich ganz akzeptabel. Hier ist jetzt eine riesen Tankstelle irgendwie auf der rechten und auf der linken Seite. War schon ordentlich groß. Respekt, ey. Ja, ja, so riesen Autobahn-Tankstellen. Wer kennt die nicht? Wobei es die hier in Luxemburg eigentlich so gut wie gar nicht gibt. Also mir fällt jetzt keine spontan ein. Immer nur einseitig. Zweiseitig fällt mir jetzt gerade gar keine ein. Die gibt es dann wohl nur wirklich auf der großen auf den großen Autobahnen, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland und so weiter. Frankreich wahrscheinlich auch. Wie es aussieht, auch in Österreich. Aber in Luxemburg ist dafür eigentlich kein Bedürfnis da. Also ich meine, warum braucht man so große Tankstellen in Luxemburg? So. Doch, auf der Grenze natürlich. Auf der Grenze nach Deutschland, da sind natürlich so zwei Tankstellen. Aber das liegt auch daran, dass so viele Pendler kommen. Oder halt auch in Schengen und so weiter, Remisch runter. Da sind natürlich ganz, ganz viele Tankstellen hintereinander. Weil die alle unabhängig voneinander sind. Aber jetzt so von einer Firma zwei Tankstellen auf einem Fleck, ey. Gibt es jetzt eigentlich in Luxemburg mit. Außer auf der Grenze halt. Da gibt's das. So. Boah, sehr eng die Kurve hier schon wieder. Also mit 120 ist die mehr wie kritisch. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt auch gleich hier abbiegen Richtung Linz. Was sagt, ne, Linz immer noch geradeaus. Richtung Wien auch noch geradeaus. Das ist natürlich cool. So. Also jetzt sind wirklich nur 40 Kilometer. Wir müssen ja gleich quasi von der Autobahn abbiegen. Das geht ja gar nicht anders. Und dann haben wir unser Ziel auch so gut wie erreicht. Das ist natürlich nice. Da vorne ist auch hier da. Da müssen wir abbiegen. Jetzt die nächste Ausfahrt. Dann haben wir noch rund 30 Kilometer, schätze ich mal, zu fahren. Das ist eigentlich nur ein bisschen Landstraße und dann sind wir in der Stadt drin. Kennen wir ja mittlerweile aus dem Euro Truck Simulator. Und ich denke mal, dann haben wir heute eigentlich ganz gut Arbeit geleistet. Dann haben wir zwei große Lieferungen gemacht. Kann ich auf jeden Fall zeigen. Nö, der kann sich echt zeigen. So, ein Level up. Zwei große Lieferungen. Ich denke mal, das reicht dann auch für heute. Vielleicht machen wir noch eine kleine Lieferung. Bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Mal gucken, wie lange das jetzt hier noch dauert, weil es geht hier gerade so steil bergauf. Mehr wie 40 km/h ist da nicht drin. Das hier ist natürlich alles ein bisschen unnötig in die Länge. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Auch das zählt dazu. Mein Gott, jetzt tuckern wir ja gleich mit 30 hoch. Also wir brauchen echt den neuen Motor, weil uns fehlen einfach so 40, 50 PS. Die fehlen einfach, das merkt man auch. Also da wäre ein Level Up mehr wie wünschenswert, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt kommt da hinten noch ein bisschen Zickzack und dann sind wir halt, wie gesagt, in der Stadt. Sind ja nur noch 14 Kilometer, da sehen wir auch schon die ersten Häuser. Hier geht noch die Autobahn unten drunter weiter. Auch sehr schöner Anblick irgendwie. Kein Plan warum, aber sieht geil aus. So, ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir hier links angekommen sind. Weil es eine sehr weite Strecke. Sehr viel zu fahren. Gut, war auch sehr viel Konzentration verlangt, weil irgendwie dieses Nachtfahren auf der Autobahn mit 120, ey, das war gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Könnt ihr euch sagen. Ärgert mich, dass wir drei Strafen bekommen haben, aber gut, das sind jetzt nur 1500 Euro. Ich meine, wir kriegen gleiche. Vielleicht kriegen wir 1500 Euro, also kann es uns eigentlich egal sein. So, erster Aufenthalt in Linz. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt, schon wieder, ey. Die gibt es ja überall, ey. Das ist ja richtig heftig.
So, da vorne geht es jetzt erstmal links für uns. Blinker ist gesetzt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Ampel grün wird. Sollte gleich passieren. Oh Gott, zwei VW-Fahrer vor uns. Das kann nicht gut gehen. Das kann einfach nicht gut gehen, Leute. Was sagt eigentlich der Truck-Schaden? Haben wir da irgendwie groß Schaden? Sollten wir einen Schnitt haben? Doch 1%. Wollen wir uns den eingeholt? Vielleicht ist das doch einfach Abnutzung oder so. Ich weiß es nämlich nicht, weil wir haben eigentlich keinen 1% Schaden. Vielleicht kommt das von dem Abnutzen von den vorderen Rädern, von den Achsen oder so, von den schnellen Kurven. Aber ich glaube, wir haben nichts touchiert. Also da sollte eigentlich kein Problem sein. Das scheint dann wohl einfach nur Abnutzung zu sein und so weiter. Gut, ich denke mal, 1% vom Truck ist jetzt echt nicht schlimm. So, vor allem wenn es nur ein Abnutzschaden ist, dann ist das echt nicht schlimm. Wenn es jetzt noch irgendwie so eine richtig große Delle wäre, die schlecht für den Ruf ist, dann könnte ich ja noch reparieren. Aber für den 1%, nur weil Abnutzungserscheinungen auftreten. Nee, danke. So, hier haben wir auch ganz schnell eingeparkt. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. So, wieder ein kleines Einkommen. Quasi zeitgleich mit unserem. Weil wir fahren jetzt hier noch ein bisschen nach vorne. Dann haben wir auch wieder Einnahme. So, hier vielleicht einen kleinen Rechtsknick reinbringen. Und dann perfekt einparken. Sehr schön. Und T drücken. 32 Liter Benzin wieder verbraucht. Ausgezeichnet, das liegt mir doch gerne. So, wie viel EP bekommen wir? 844. Level up. Jawohl. Jetzt brauchen wir, oh Gott, das ist aber viel. Jetzt brauchen wir 2300 für den nächsten Level. Das sind fast 4 Lieferungen. Wow, das ist heftig. Ah gut, wir bekommen jetzt natürlich noch ein paar Sachen frei. Was machen wir dann hoch am besten? Ich würde mal sagen, 15%. So, was kriegen wir hier eigentlich? Ja gut, ätzende Stoffe ist bestimmt interessant. Boah, gut, ich tendiere jetzt zwischen ADR und Fernfahren. Über 550 Kilometer kriegen wir nochmal 15% höhere Vergütung. Sowohl EP wie auch Geld, würde ich sagen, oder? Kriegt man hier nicht noch vielleicht irgendwas, wo man auch mehr Erfahrungspunkte bekommt? Just in time. Gut, dann ist natürlich auch gar nicht so schlecht, Just in time. Also ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal zerbrechlich hoch, das haben wir noch nicht. Und dann bekommen wir 22% mehr EP. Und ich denke mal, fast alles ist zerbrechlich. Also, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Also sollte das eigentlich ganz gut sein. So, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt noch eine ganz kleine Fahrt. Dann machen wir jetzt mal einfach Frachtmarkt und dann machen wir Strecke. Streckenlänge. Und zwar aufsteigen. Dann müsst ihr ja ganz klein anfangen, gell? Genau. So, von Linz aus. Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Innsbruck. Wie viele Kilometer sind da denn? 306. Ja, fahren wir hier noch diese 218 Kilometer. Das kann man eigentlich noch machen. Warum eigentlich nicht? Kriegen wir wieder 7000 Euro. Dann können wir auch gleich mal überprüfen, ob wir bei Fahrten, die kürzere Strecke haben, wirklich viel weniger EP kriegen. Oder ob das fast gleich ist. Da können wir da mal ein bisschen überprüfen. Denn wenn jetzt natürlich die kleineren Strecken genauso gut vergütet werden, also klar, man bekommt weniger Geld. Ich meine, darüber müssen wir nicht reden. Aber ob man auch weniger XP bekommt, das möchte ich jetzt mal gerne testen. Ich meine, wenn wir jetzt trotzdem so 600-700 EP kriegen, weil wir die Lieferung abgeschlossen haben, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen kürzere Strecken, weil wir haben ja genug Geld. Wir wollen ja jetzt EP aufbauen, ja. Und mal gucken, ob da vielleicht kürzere Strecke besser sind oder längere Strecken. Ich meine, wenn man Geld verdienen will, ganz klar, längere Strecken sind besser. Ja, da war jetzt komplett falsch. Was mache ich hier für einen Scheiß? Das war nicht richtig. So, drehen wir hier eben. So, Hudele. Ah, komm mal da rum. Sieht ganz so aus. Hier aber ganz knapp. Ach, verdammt, das ist ein Auto. So, ein bisschen zurücksetzen. So viel mir wieder da geht, brauchen wir auch gar nicht. Und hier rum.
Der Radius von so einem Truck ist echt geil, muss ich nur mal so anmerken. So, hier kommt kein Auto, kommt hier links eins, rechts, nein. Mein Gott, warum verwechsel ich hier links und rechts, kein Plan warum. Wahrscheinlich, weil ich mich gerade ein bisschen auf was anderes konzentriere. So, also auf das Haare meine ich jetzt. Von Linz nach Linz. Ey, ganz ehrlich, annehmen. Das ist ja mal sowas von lächerlich. Da machen wir natürlich, ey. Ich meine, jetzt noch, ey. Fahren einmal um den Block und kriegen irgendwie Kohle. Ja, cool. Wie lappenhaft ist das denn jetzt bitte sehr, ey? Von Linz nach Linz. Das ist natürlich lustig irgendwie. Das machen wir natürlich. Ich meine, wenn ich 600 Euro bekomme, nur um von Linz nach Linz zu fahren. Das sind 120 Euro pro Kilometer. Gerade irgendwie ein bisschen unlogisch ist. Also, ne, wie viel Kilometer bekomme ich? Also 102 Euro und ich bekomme 120 Euro pro Kilometer. Also müsste ich jetzt so 240 Euro kriegen. Wahrscheinlich mit dem Bonus und so weiter kriegen wir noch ein bisschen mehr. Wir müssen echt nur einmal nach rechts abbiegen, ne? Das ist ja sowas.